Und das ist der letzte Turner am Reck. Alexander Beresch aus der Ukraine. Er wird diese Weltmeisterschaft mit seiner Übung zum Abschluss bringen. Schöner, ein sauberer Kovacs-Salto. Glück auch schon mit halber Drehung. Leider gibt es wieder Bildprobleme, liebe Zuschauer. Also das dürfte von der Schwierigkeit auf jeden Fall nicht reichen. Das hat man trotz Bildstörung gesehen, dass diese Übung von den Schwierigkeiten nicht so hoch angesetzt war wie die des Finn Jani Tanskanen. Und da erleben wir wohl auch in diesem Jahr wieder einen Überraschungsweltmeister. Wie letztes Jahr mit Jesus Caballo aus Spanien. Ja, das ist unwahrscheinlich, aber wir haben auch sehr, sehr viele Fehler gesehen. Also sehr viele haben verturnt in diesem Reckfinale, was man normalerweise auch nicht so oft sieht. Beispielsweise Ivankov, der gleich runterfiel, Ursika hat verturnt. Es war eine ganze Reihe von Turnern, die wirklich nicht ihre besten Leistungen gebracht haben. So, die Sicherheit. Durchgeturnte Übung, die sauber ist und ein richtiger Stand am Abgang in die halbe Miete. Zum Wohl, sagen wir da. Und auch der Sieger verlangt nach einem Schluck, wollte ich gerade sagen. Wollte nur gratulieren. Dabei müsste es doch eher andersrum sein, oder? Sollten wir uns da so täuschen? Eine 9,70 müsste überboten werden. Ich meine, ich habe nur ein Liga-Element gesehen. Die Bestätigung, dass der Finne Jani Tanskanen Weltmeister 1997 am Reck wird. Für Alexander Beresch reicht es nur in An- und Abführung für den dritten Rang. Wunderbar. Ich finde es immer schön, wenn natürlich auch solche Länder wie Finnland oder Griechenland auch mal dazu kommen, Weltmeister zu stellen. Gerade in diesen Nationen wird das ja nicht so häufig geturnt wie in anderen Ländern. Das nochmal der Blick auf die Gesamtwertung. Caballo, der Vorjahresweltmeister, jetzt also auf Rang 2 hinter Tanskanen aus Finnland, Beresch auf Rang 3.